Warum soll man aber überhaupt in die Existenz, in die authentische Existenz zurückregredieren wollen? Also jenes Wissen aufzuheben, zu wissen, dass man gar nicht weiß, dass man nicht mehr existiert oder dass man gar nicht weiß, was man nicht mehr weiß, einmal gewusst zu haben, wenn das doch nur bedeutet, dass man damit dem Tödlichen begegnet als determinative Unausweichlichkeit des Existierens. Ja, weil es einen Unterschied ausmacht, ob man gelebt haben würde oder nicht gelebt haben würde, im Wissen oder Nichtwissen dessen, wie die Struktur geartet ist, wo wir verortet sind und was das Reale mit uns anstellt. Wie sagt Chayam, das Letzte des Schöpfers waren wir, das letzte Ziel des Schöpfers waren wir, und seinem Aug schauen leiten, und seinem Schauen leihen wir die Augen. Das letzte Ziel des Schöpfers waren wir und seinen Schauen, und seinem Schauen leihen wir die Augen. Ein Sein also, das dieses verrückte Spaltwesen, dieses kranke Spaltschizo-Wesen erschaffen hat, um sich selber anzuschauen in seiner Unmöglichkeit, nicht zu sich selber kommen zu können, immer weiter zu müssen, dem Tödlichen, dem Letztendlichen, dem Ewigen nicht ausweichen zu können, das Ewige als das Tödliche, aber als eines, das auch nicht aufhören kann, immer wiederkehren zu müssen, als das nie wieder Gleiche, als das immer wieder andere, als die Struktur dessen, wie Gott, unser Unbewusstes, uns, unsere Welt polarisierend, zwiespältig aufspaltet aufgrund des Proton-Pseudos aus einem Realen, das selbst noch ungespalten, ungeworden, nichtig, vielleicht sogar glückselig ist und erst im Moment der Aufspaltung durch unsere Augen generiert wird, im Ereignishorizont, in diesen bunt vielfältigen Ausfranzungen des nicht zu sich selber kommen Könnens und aber kurz noch aufzujuchzen, bevor es wieder verblüht. Also, was käme darauf an, einfach das Leben dumm zu leben und zu erfüllen in dieser Wiederkehrkette? Es kommt nichts darauf an. Aber wem dies nicht gegeben ist, das partikulare, immanenzaugenblickliche leibliche Leben in all seiner Brutalität und Grausamkeit und Schönheit und Gloriosität einfach zu nehmen, wie es ist, der kann sich beauftragt fühlen, eben den Auftrag des Seins zu erkennen nach Veränderlichkeit in seinem imaginären, narzisstischen Selbst bespiegelt werden wollen, ob der Panik, was mit ihm geschehe an Formveränderung, an Formtypenvariationen, die es unternimmt, um dem Unvermeidlichen zu entgehen. Aber wiederum ist das also nicht gelungen. Auch mit dem Spaltschizo-Wesen Menschen nicht, der keine Ahnung hat, was er nicht mehr weiß und dass er nicht mehr existiert.